Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um Tango, heute geht es um den Tango Quicktip Nummer 5. An meiner Seite Elena, die mich unterstützt, was ich super finde. Vielen Dank. Und los geht's. Viel Spaß. Thema Nummer 1, etwas, was man viel sieht. Wir zeigen einmal, wie es nicht so günstig ist. Und dann bemühen wir uns zu zeigen, wie es vielleicht besser wäre. Sag trotzdem nochmal ein Wort. Wenn wir in zwei Spuren gehen, nebeneinander, beobachtet man häufig das hier. Wenn wir in zwei Spuren tanzen und ich erreichen möchte, dass meine Partnerin nicht so weit geht wie ich, dann verdrehe ich den Oberkörper ein bisschen, sodass sie gebremst wird, ihr Schritt nicht so lang wird und ich komme neben sie, aber mein Oberkörper ist nur verdreht. Ich bleibe in meiner Achse stehen, das andere Bein ist Spielbein, auch sie steht in ihrer eigenen Achse. Wir gehen weiter. Ich kann sie ohne Probleme ins Kreuz finden, indem ich mich einfach wieder gerade ausrichte. Tipp Nummer 1 für heute. Was beim Tango-Tanzen vorteilhaft ist, was ich eben schon sagte, ist, wenn wir immer in unserer Achse stehen, entweder auf dem rechten oder auf dem linken Bein. Was auch vorteilhaft ist, wenn unsere Führung aus der Drehung kommt. Wir drehen uns dem Oberkörper über der Hüfte, sodass wir damit unserer Partnerin ganz klare Signale geben können, gehen aber trotzdem gerade bzw. verbiegen den Körper nicht und gehen damit nicht aus der Achse. Das versuchen wir auf jeden Fall zu vermeiden. Eine gute Übung ist zum Beispiel einen Schritt mit rechts vorauszumachen, die Schulter nach hinten zu nehmen und zu üben, eine Drehung zu machen und einen Schritt zu gehen. Wenn wir das umgekehrt machen wollen, fängt die Drehung hier an, die Schulter führt, drehen und gehen wieder. Wenn ich dann meine Partnerin neben mir habe, dann bleibe ich genauso gerade und wende mich ihr nur zu, indem ich den Oberkörper verdrehe. So, nächster Tipp. Das, was wir euch hier zeigen, hat viel mit dem zu tun, was man immer wieder auf den Tanzflächen sieht, die im Moment ja wegen Corona gar nicht da sind, aber das heißt ja nicht, dass es nicht weitergeht und dann wäre es schön, wenn wir das mal wieder erstmal tanzen können und zweitens auch richtig gut hinbekommen. Eins, was ich immer wieder beobachtet habe, ist, dass viele Männer ihren Partnerinnen keine Chance lassen, vernünftig zu drehen, beziehungsweise die Frauen auch selbst in den nächsten Schritt hineinfallen. Da gibt es einen netten Spruch, das heißt erst gehen, dann drehen. Wenn wir tanzen, sollten wir immer unsere Sachen zu Ende machen. Wenn wir einen Schritt tanzen, dann machen wir den Schritt zu Ende. Dann kommt die Drehung. Dann kommt der Schritt. Dann kommt die Drehung, dann kommt der Schritt. Wenn wir das im Rhythmus haben wollen, dass wir das etwas schneller machen, weil der Rhythmus etwas schneller ist, heißt es nicht, dass wir nicht vernünftig drehen, sondern wir kommen immer erst an, Füße geschlossen, Drehung, Füße geschlossen, Drehung, Füße geschlossen, Drehung, genauso andersrum, Füße geschlossen, Drehung, Füße geschlossen, Drehung. Wenn wir anfangen Tango zu tanzen, dann wissen wir manchmal noch gar nicht, was wir mit unseren Füßen anstellen sollen, beziehungsweise haben möglicherweise auch gar kein Gefühl, wie sich das da unten, oder genauer gesagt, wie das da unten aussieht. Also man könnte das so machen, wie wir das jetzt mal versuchen. Wir sind absolute Anfänger und wir wollen achten tanzen. Oder ich führe meine Partnerin achten. Das ist also mit viel Arbeit verbunden. Das wollen wir natürlich nicht. Deshalb dieser schöne Spruch, erst gehen, dann drehen, das hatten wir ja schon. Und das zeigen wir nochmal ganz kurz. Wir gehen einen Schritt, kommen an, schließen. Wir gehen einen Schritt und von einem Standbein aufs nächste Standbein. Über das Standbein drehen wir uns, wenn die Füße geschlossen sind. Machen unseren Schritt, kommen an, gehen vielleicht auch wieder zurück. Eben haben wir gesehen, was passieren kann, wenn ich was anderes mache, als was meine Partnerin erwartet. Also, liebe Folgenden, rechnet immer mit ein. Es kann ganz anders kommen. Aber es klappt gut, wenn ihr die Beine geschlossen habt. Und liebe Führende, lasst eure Partnerin Zeit, diese Drehung zu machen. Das heißt nicht, dass ihr aus dem Rhythmus raus müsst.
Das heißt unter Umständen, dass ihr einen ganzen Rhythmusschlag, ein ganzes Viertel, wartet und für die Drehung benutzt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann habt ihr mehr Spaß beim Tanzen, da bin ich ganz sicher. Das war's für heute, Tango Quick Tipp Nummer 5. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß daran. Übt schön, es gibt nämlich neue. Ob das alle 14 Tage klappt, das hatte ich mir vorgenommen oder hatten wir uns vorgenommen. Kann ich nicht immer umsetzen. Corona hat andere Herausforderungen zum Teil. Aber wir sehen zu, dass wir schnellstmöglichst auch eine neue Idee haben. Auf jeden Fall viel Spaß beim Tanzen, wenn ihr die Gelegenheit habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.